Ich hab Mythos überlistet, ich hab Mythos überlistet. Du, meine Freunde. Again! Hey, hey, hallo Leute und willkommen zurück zu New Life. New Life. Hallo, meine Freunde. Weiter geht's in New Life. Ich will heute Weidenholz fahren, weil das hab ich nämlich noch nicht. Bevor Mythos aber weiterredet, möchte ich bitte gerne an Mythos, an den Zuschauer, das mal reinschreiben, dass Mythos ruhig sich zutrauen kann zu singen. Denn ich habe vorhin eine eigene Aufnahme gemacht. Am Anfang die Ansage. Ich kann nicht singen. Und Mythos sagt, er kann nicht singen. Also könnt ihr es leider, habt ihr es leider nicht gehört. Schade. Also ab in seine Kommentare schreiben. Mythos singen! Mythos kann singen! Mit seinem Selbstbewusstsein bis auf die Sprünge hängen. Wollen wir doch alle, dass er singt. Ja! Nein, beim besten Willen. When the night has come. So, Land is dark. Hilfe, da geht's ja runter. Und ich hab auch noch einen kleinen. Oh, ich muss mir das singen lassen. Siehst du, und er kann nicht singen. Er singt jetzt gerade in der Aufnahme. Ha. Ach, Mist. Leo, überlistet. Ich hab ihn nicht reißen lassen. Nein. Überlistet. Wir singen ja mal The Line Sleep Tonight im Duett, wir beide. Ich hab Mythos überlistet, ich hab Mythos überlistet. Du, meine Freunde, aber ich hab auch noch eine ganz kleine Ankündigung zu machen. Und zwar hatte ich den werten Meter und den Dafür und dem Kalle gefragt, ob das denn so okay ist, auch in ihren Aufnahmen, dass ich mal was ankündigen darf. Ja, jetzt sag endlich, was du willst. Folgendes. Red nicht um heißen Brei. Einige wissen es vielleicht schon, die vielleicht nicht durch Metos oder durch Kalle oder durch Duffy kennen, dass ich jetzt am diesem Wochenende am 10. ein kleines Projekt habe, und zwar die Minecraft-EM. Das ist so Fußball-Minecraft, wer praktisch bei Mindplex dieses Fußballspielchen kennt, das mache ich als Projekt. Also praktisch die Minecraft-EM, aber mit einem richtigen Fußball und kein Slimeball. Jetzt habe ich aber so ein ganz klitzekleines Problemchen, dass leider die ganzen Leute, die sich bei mir beworben haben bis jetzt, leider irgendwie nicht auf mein Teamspeak gekommen sind nach der Einladung, um ja sich ihr Team abzuholen. Und jetzt ist natürlich so ein bisschen Spielermangel. Und jetzt habe ich mir gedacht, frage ich mal euch, also praktisch die werten Freunde und Abonnenten von Metosch, von Galle und auch von dem Duffy, ob ihr nicht Lust habt, bei mir, bei meinem Projekt mitzumachen. Und zwar werden alle drei zusammen, in ihren Videobeschreibungen einmal den Kanal-Trailer, dort müsst ihr oder solltet ihr euch einfach mal kurz bewerben. Oder ganz am besten auf mein Teamspeak kommen, den verlinken wir auch mal. Ich bin immer so ab 15 Uhr circa da und dann könnt ihr euch bewerben. Ich hoffe wirklich, dass sich viele von euch bewerben, dass wir alle Teams noch voll bekommen, 120 Spieler, 70 fehlen noch, und ich freue mich auf euren Besuch. Guckt in die Videobeschreibung, Kanal-Trailer und einmal mein Teamspeak, und ich sage mal, ich danke euch. Jo. Also, liebe Zuschauer, schaut bei ihm mal vorbei. Am besten auch bei ihm auf dem Teamspeak. Die TS-IP werde ich in die Videobeschreibung mit rein tun. Ich ebenfalls. Aber wie gesagt, ihr habt ja gehört, bei uns in der Videobeschreibung ist der Link zu dem Video. Und bei mir auch ebenfalls der Link zu Teamspeak, so wie bei Mythos. Also solltet ihr bei Mythos den nicht finden im ganzen Beschreibung. Habt ihr vielleicht das Glück, bei mir ihn zu finden, wenn nicht auch alles untergeht. Okay. Wie gesagt, ich bin ab 15 Uhr da, und sollte ich nicht da sein, dann habt ihr immer noch kompetente und fähige, bis auf vielleicht einen oder anderen, Supporter und Admins, die euch genau sagen, was zu tun ist. Aber ich denke, das kriegen wir alles hin. So. Es ist so geil, Dennis anzugucken mit seinem Skin, ne? Er sieht einfach aus, ne? Diese Nase, die sieht einfach so ulkig aus. Ja, guck mal. Aus. Da. Wie so ein gerade so ein Hund, der so gerade guckt, so, oh, ich hab da nichts getan. Wenn das immer noch so ist, wie ich es vor Tagen gesehen habe, da sieht das eher aus wie beim Villager. Ja, das auch, aber die Ohren, die so nach hinten sind, das sieht so aus, wie so Ohren nach hinten gestellt, so, oh, ich hab nichts gemacht, so, du kommst so in die Wohnung. Wie, du bist vom Server geflogen. Ja, keine Ahnung, ihr wart bei mir bei Teamspeak auf einmal kurz weg und dann bin ich vom Server geflogen. Hast du gar nicht gesehen, meine Nase, Duffy? Guck mal, hab ich gemacht. Aber mit seinen Ohren sieht einfach so aus, als ob du nach Hause kommen würdest. Stell dir mal vor, du hast so einen Hund, ne, kommst nach Hause und der hat deine ganze Couch zerfleddert und deine ganzen Kissen. Du weißt, dass er es war, weil er ist der Einzige, der zu Hause war, und guckt dich so an mit den Ohren nach hinten. So, das war Fail. Ich will das meinen Zuschauern auch nochmal zeigen. Hier, wie so ein grüner Villager, ne? So ein. Das war ein Fail. Ich habe für mein letztes von Nexus Wars, habe ich mir gedacht, okay, jetzt machst du dir mal einen Skin, und den gab's, der hat halt so eine komische Zunge gehabt. Eine Zunge gehabt. Also ich würde sagen, er heißt Sacknase. Ja, Sacknase, kannst du gleich. Piep!
Piepkopf nennen. Ja, nein, ich wollte für mein Nexus-Projekt, für mein Skin-Render, dachte ich mir, okay, das sieht ein bisschen dusselig aus, wenn da so eine Zunge raushängt. Machst du mal über diesen Skin-Editor, machst du mal kurz die Zunge weg, machst du grün. So, hat auch alles funktioniert. Und die Nase war ursprünglich ja schwarz. Das sah aus wie so, so ein kleiner Mann aus Österreich, so vor 60 Jahren, ne? Der muss auch weg. Machst du mal was Grünes drüber. Und wenn man ganz exakt seitlich hinguckt, kann man auch exakt die Zunge sehen. Metos, komm her, zeig dir mal gleich hier. Ich hab das auch schon gesehen, Moment, ich will ja erstmal hier. Weil nämlich in dem Mod da der Mund ist und deswegen ist das nicht komplett ausgefüllt, sondern bleibt trotzdem einfach nur ein Overlay. Genau. Wenn du so wie es ja normalerweise im normalen Minecraft aussieht. Unter dem Nasenbuchs sieht man noch exakt, dass da noch so leicht die rote Zunge zu sehen ist. Wenn ich hier so ein bisschen... Das sieht sowieso so witzig aus. Und ich habe das ein bisschen irgendwie komplett dusselig fail gemacht. Das ist einfach, da ich da nur grün rübergepackt habe, habe auch die falsche Ebene genommen. So, hier, einfach. Ab sofort einmal Nase anfassen, 3 Euro. Einmal Nase anfassen, 3 Euro. Was hältst du davon? Ich gebe dir einen Fisch. Nee, ich hätte doch nie fällt Pizza. Aber warte mal. Morgen, bleib mal stehen. Schreiben Sie bei denen die Kommentare, Dennis, dass alle den Skin wollen. Patsch, Alter, Fisch im Gesicht, Digga. Ja, den Skin. Ja, im Nachhinein sieht das lustig aus. Hinter dir habe ich einen Fisch. Oh, ach da. Oh, Schnieke. Ey, ich finde den cool. Schnieke. Weil ich wollte mir eigentlich so ein grimmiges Grinsen machen, den Skin. Und dafür musste halt der Rest alles grün werden. Aber ich habe irgendwie die falsche Ebene bearbeitet. Aber ist egal. Das ist jetzt so ein Nudelskin. Nudel im Gesicht. Fast. Nudel im Gesicht. Das ist doch auch schön. Ich sag ja, du hast da einen Sack, da kannst du immer Sachen reintun so. Und dann kannst du immer zu Weihnachten packst du die Geschenke da rein und dann schenkst du das den ganzen Kindern. Genau. Aber was deswegen sagt Nase. Wirklich? So, wie viel haben wir denn? Wirklich mal so The Lion Sleeps Tonight im Duett singen. So, ich mach dann so diese Stimmlage und du machst dann die tiefhocherotische. Lion Sleep Tonight, was ist das? Du kennst das nicht? In the jungle, the mighty... Also, kennst du doch. Mein Intro. Nein, das ist die hohe Stimme. The lion sleeps tonight. Der Tiefe ist genau. In the jungle, the mighty jungle. Dennis, was ist los? Es müsste jetzt, ich hab auf dein Ding zwei. Jetzt kommt... Ja, Mama. Spätestens jetzt würde ich dir Bohlen sagen, mein Abrazzo-Schwamm macht beim Abwaschen schönere Geräusche als du. Mein Abrazzo-Schwamm. Ist das nicht dieses blaue Ding? Nein, Abrazzo sind diese Stahlschwämme. Ja. Das ist ein Abrazzo. Ah, es gibt noch so welche, die sind so blau irgendwie oder gelb oder so, keine Ahnung, die noch so... absondern, die dann übelst gut den Dreck reinigen sollen und so. Ja, in der Bratze sind diese Stahlschwämme, wenn da ist schon so Seife irgendwas drin, so ein Zeug, und da kannst du dann praktisch mit abwaschen. Ja, da ist meist so eine rosa Schicht drauf oder so, ne? Ja, ja, genau. Ja, ja, warum denn auch nicht? Man muss ja auch sauber machen bei sich zu Hause, ne? Ich habe immer die gelben. Okay. Was ist eigentlich hier hinter? Ich hab einen Hund. Wenn was runterfällt, das ist gerade in 3 Sekunden sauber geleckt. das hält nicht lange auf dem Boden. Du hörst dann immer schon gleich. Nee, eigentlich nicht. Also, wenn ich nach Hause komme, ist oft so, wenn ich gelbe Säcke wegpacke. Ich weiß, es kommt im Müller vor, gelbe Säcke. Dann packe ich die immer im Flur an mir. So, ja, und sind sie offen. Ja, genau. Und es ist komplett die ganze Inhalt. Sag mal, so, das kennt man ja normalerweise von Katzen, aber nicht von Hunden. Das sind ja normalerweise so. Also, vor 2-3 Wochen war es so, da kam ich nach Hause von der Arbeit. Dann so, irgendwie ist man nach Hause. Schön jetzt hier erstmal schön PC an, Ventilator an. Holst dir einen Kakao aus dem Kühlschrank, komm nach Hause und musst erst über 35 Müllermilchdosen rumsteigen. Alle leer geleckt und rausgeholt. Auch nicht schlecht. Nice. Ich schau mal bei Jammer vorbei, ob der noch mal was weitergemacht hat. Ich weiß nicht, ob Lewis ohne Aufnahme was weiter. Ich muss mal bei ihm vom Kanal nachher mal vorbeischauen. Ja, wäre sowieso gut, wenn er mal wieder dabei mir wäre. Mir leckt es gerade nur übelste Sorte. Ich weiß nicht, warum. Jammer kann im Moment nicht so häufig. Der hat ganz, ganz viel mit Schule zu tun. Ja, gut, sowas geht natürlich vor, ne? Schule ist aber immer wichtiger als sowas hier. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also wir sind alle schon erwachsen, ne? Also wir haben zwei alte Knacker, dann haben wir noch zwei junge Erwachsene. Ja, ne? Wir können uns die Zeit selber einteilen. Wer ist jetzt jung und wer ist knackig? Also die alten Knacker bist du und Metos und die jungen sind ich und Duffy. Nicht. Mach das mal weg hier. Ach ja, wenn du so schon kommst, hab Respekt vorm Alter. Dias her. Vielleicht kann man damit auch noch was Gutes machen. Ich nehme den mal mit.
Ach, willst du jetzt so schutzgeldmäßig, ja? Die ja, aber sowas von, klar. Da habe ich aber bestimmt nicht Respekt vom Alter. Wenn du kommst mit einem Rollator Leute, und Schutzgeld Leute, meine Frage, wie macht man denn totes Holz? Ich habe keine Ahnung, du kannst gerne, wir haben das bei uns. Der besteht nur aus totem Holz. Ja, die wachsen da in dem Biom. Davon hätte ich gerne mal ein bisschen mehr, da könnte man so ein bisschen die wachsen in dem rustikal, Biom. Alt, so bauen, ne? Die wachsen, wie gesagt, in dem Biom, Methos. Die findest du, kannst du, glaube ich, nicht einfach so machen, sondern die wachsen in diesem Biom dort. Okay. Ich weiß nicht, ob die irgendwann absterben oder so, keine Ahnung. Wenn ich guck mal, ob du den Setzling findest, ob du den setzen kannst, den Setzling. So. Und dann neuer draus wächst. Und ich habe keine Axt mehr. Na toll. Deadbush? Nein, Deadnettle. Dann machen wir das einfach so. Anscheinend gibt's keinen toten Baum. So. Dann hat einer von euch. Jetzt habe ich einen Ohrwurm, ne? Genial. Vielleicht sollte ich meine Fackel setzen. Fahr mal einen Eimer Wasser? Vielleicht noch ein bisschen Licht haben. Und Eimer? Ah, ich habe einen Eimer, aber Wasser musst du selber gar nicht haben. Oh, ich hole mal einen, ich weiß, wo Wasser ist. Ich tu mal ganz kurz hier vorne unten den Keller. Wir haben schon ganz lange die Honigwaben nicht mehr leer gemacht. Hier. Oh, jetzt hab ich ausgesehen. Wo gehst du hin? So, jetzt muss ich aber trotzdem nochmal hochbauen. Jetzt hab ich ganz kurz ausgesehen. Ich baue mir jetzt eine Sicherungs-, was zur Sicherheit. Und zwar, wenn ich mir jetzt bei Tom hochbaue, muss ich ja was haben, dass ich runterblumsen kann. Ja, müsste eigentlich reichen. Aber so wie ich mich vorstelle, ist das, bin ich wieder so unfähig, dass ich wieder hier komplett mehr vergrößern muss, mein Denn ich bin unfähig. Okay. Ja, ich sag nur Jumpfeld, ne? Den holen wir auch runter. Machen wir uns selber auch runter. Gut. Als ich ja über YouTube gestreamt habe den Tag, ja, da hab ich Jump World ja sogar mit den Zuschauern gespielt. Das war mal ganz cool. Wo ist Dennis? Spielen wir mit Dennis, wa? Nee. Okay. Jetzt hat's gerade bei mir so. Aber ich hab das regelmäßig, dass wenn ich streame, dass die Leute fragen, wann Methos mal kommt. Ob Methos mal mitmacht bald. Ob Methos kommt. Wobei. Wenn ich streame, dann werde ich ganz oft gefragt, ob du auch dann nachher noch kommst und so. Wenn ich mal mit dir zu streamen kann. Trap Machine bin ich ja zwischendurch dabei, ne? Wasser ist komplett. Ja. Nee, aber die fragen immer, ob du bei mir im Stream dabei sein kannst, wenn ich streame. Die wollen nicht gerne dabei sehen, wenn ich stream. Ja, aber ich kann nicht immer in jedem Stream dabei sein, das geht Quatsch, nicht. Aber das wäre doch mal eine richtig geil, so ein richtig, wirklich unterhaltsam, wenn ich und Methos mal wirklich so eine Art Challenge machen, so eine Jump League Challenge, wer am schnellsten den Jump League schafft. Also Überlänge von mindestens 40 Minuten muss man mit einkalkulieren bei uns beiden. Glaube ich. So schlimm. Also bei mir ja. Ja, also mit Jump and Run habe ich es auch nicht. Bei mir ja. Aber lustig wär's doch mal. Nur wir zwei Flachpfeifen, auf Deutsch gesagt, die wirklich die komplett unfähigsten Jumps und sonst was. Zwei Flachpfeifen. Es ist doch so. Nee, Du kennst mein Methos kennt das Video auch. Nicht. Also das ist nicht meine Welt, absolut nicht. Meine auch nicht, es wäre lustig, wenn nur wir beide machen, wenn da keiner weiß, wie kann ich denn das. Und ich hab mich ja schon blamiert. Methos, das ist wirklich nicht Methos in der Welt. Du kannst, wenn du ein Kino brauchst, dann kannst du Methos fragen. Der baut dir eine Leinwand, Alter, 1A. Ach, aber Jump'n'Run, Leute, wir haben ja gefragt das letzte Mal, was ihr hier unten rein wollt im Keller von Methos. In diesem genau, dann schaut mal seine Videos an. Der hat nämlich letztens eine Leinwand gebaut. Schaut mal hin, ob ihr das haben wollt. Ja, das kam bei mir dann auch in den Kommentaren, dass wir da ein Kino reinbauen sollen. Ja, guck mal, Methos hat die Leinwand schon gebaut. Ich finde die trotzdem genial. Aber keine animierte. Also das wird mir zu viel. Das ist wirklich übel. Ich meine, guckt euch ein bisschen aus Survival an, was wir da am Rummachen sind und ne, das ganze System. Nein, bitte nicht. Aber ich habe jetzt einen Werwolf gefunden. Aber lustig mehr, bitte, trotzdem. Bitte mehr. Ich brauche vielleicht ein paar Ratten und nochmal ein paar Werwölfe. Hallo, bitte, bitte. Ich brauche Leben, ich komme zu dir. Momentan. Ja, warte, ich komme ins Dorf, ich hole dich ab. Über 3. Okay. Ich habe 1,8. 37, 1,8. Das sind dann 3,7. Ich habe hier mal ein krasses Dia-Schwert und mein Dia-Rüstung. Ich bin noch letztes Mal gestorben, in der letzten Folge, beim Methos seinen Mobfarm, in seiner Mobfarm. Und dementsprechend möchte ich gerne wieder ein bisschen Leben sammeln, weil... Also wie, du bist in der Mobfarm gestorben? Weit dabei? Methos ist auch in seiner Mobfarm gestorben. Letzte Folge. Einmal bin ich gestorben. Ja, in der Mobfarm. Ja, ich ja auch. Ich erinnere mich ganz schwach daran. Ich will mal was gucken. Als wäre es gestern gewesen. Nee, das kann man nicht. Also, das tote Holz kann man nicht zu Brettern verarbeiten. So, Kalinche, wo bist du denn? Aber es hat eine interessante Textur. Da kann man bestimmt was mitmachen. Mythos.
Ja? Kann man es zersägen? Zersägen? Ja. Warte mal, ich habe hier Säge dabei. Ich will mal gerade gucken. Das Problem ist, es ist halt ja, wirklich schwierig, hier irgendwie Tiere zu finden. Das ist echt nicht mehr leicht. Keine Ahnung warum. Warte mal kurz, Kalle. Ja. Ich mache kurz eine Sicherheitsfunktion bei mir. Also Monster werden wir sowieso kaum finden, weil das irgendwie nicht mehr. Weil selbst in der Mob-Farm kommt nichts rein, gar nichts irgendwie. Das ist. Was liegt irgendwie, glaube ich, an der Server-Einstellung oder so? Wurde die geändert? Nee, keine Ahnung. Irgendwas stimmt nicht. Ich hab mir das schon mal gesehen. Wir haben ja noch nicht mal irgendwie. Normalerweise im Ozean ist alles voll mit Fischen, mit Rochen und Wale und Delfine und Haie. Pass auf, startet den Server einfach mal neu. Ja, nee, das haben wir doch schon mal gemacht, das bringt nichts. Doch, aber im Singleplayer. Da hatten wir ja Monster. Ja, aber nur für die eine Folge. Danach war es ja auch, wie siehst du ja, jetzt ist wieder alles weg. Und der Server startet ab und zu immer wieder neue Metas ohne Flachs. Ja, keine Ahnung. Oh, ein Baum. Bringen wir auch was? Weiß ich auch nicht. Ja, hau dir mal mit der Axt. Soll ich erstmal nach Hause. Ja, weiß ich. Kill ich jetzt. So. Aber ich würde sagen, wir machen weiter in der nächsten Folge. Eieiei, der hat aber nicht viel Leben. Ne? Ui. Ich sag. Du bist raus. Bis zum nächsten Mal. Ja, und hinter sich. Tschüss. Ciao. Ciao. Ja, das war Beste, ey. Danke nochmal für eure Hilfe. Macht's gut. Ciao. Ja, Leute, das war's auch von mir. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr natürlich wieder gerne einen Daumen nach oben geben. Und ja, ich bin jetzt auch weg. Ich wünsche euch was. Auf Wiedergeschauen.